Tag Leute, da sind wir wieder. Und wir sind immer noch dabei, Dark Souls 3 zu spielen. Für alle, die auf YouTube zugucken, das ist Teil Nummer 13, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sagen wieder eine halbe Stunde. Und wir haben nur noch ein Estus-Flakon. Und wir haben die zwei Kollegen, die wir jetzt aber auch erstmal schön hier beschmeißen werden. Noch einmal. Das war ja gut dumm. Gut dumm war das. Richtig gut gemacht. Das habe ich richtig gut gemacht. Scheiße. Zweimal Heilung. Um die Katz. Na, komm schon. Backstabbing. Ja. Alter, wie creepy die auch aussehen. Okay. One more to go. Keine Flakons. Gar nichts. Aber kriegen wir hin. Oh shit. Nichts gibt's. Nichts gibt's. Selbst nicht, was sie will. Zack. So einfach geht das. Und jetzt hoffentlich kommt dann Feuermann. I'm hungry for Feuer. Hungry for Feu Feu. Hier ist doch ein Nest, oder? Nee. Alter. Das sieht aus, als würde es nicht besser laufen. Habe ich vielleicht auch ein Feuer übersehen? Ganz blöd. Aber wenn die nicht entzündet sind. Das ist eine Möglichkeit. Ich muss auch sagen, ich bekomme gerade echt ein bisschen Kopfschmerzen. Boah. Deswegen, verzeiht, wenn ich ein bisschen lahm bin. Gerade. Okay. Flint's Ring. Über den habe ich schon was gelesen in einer. Wie soll ich sagen? Hier, wie heißen sie? Tafel da. Unterhalb. Tatsache. Bevor wir uns da hin. Okay. Ah ja, da ist nichts. Oh Mann. Wo schickt mich dieses Spiel hin? Heimatknochen. Einmal rum. Spring voraus. Na, Spitze. Wo sind wir denn hier? Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh, gerade ich. Der Super Jumper hier. Weiß nicht, ob. Beste von Mira. Oh! Upsa. Und der Chlorantina-Ring. Sackgasse. Shit. Tatsache. Sind wir denn hier? Da sind Treppen. Wo sind wir hier? Da geht's runter. Was ist unterhalb von uns? Ich verstehe. Dann ist hier natürlich kein Feuer. Dann war all das hier nur dafür gedacht, die Rüstung zu holen, würde ich behaupten. Dann sind wir hier nämlich durch. Bam.
Das war nur so eine kleine Exkursion, so eine kleine Questreihe, will man sagen. Für unseren Herrn Zwiebelkopf. Aber man muss sagen, es macht jetzt auch nicht viel Sinn, hier groß weiterzumachen. Wir haben kaum noch Leben. Ich hoffe, ich habe da alles abgegrast da oben. Dann springen wir da wieder runter. Vielleicht können wir sogar einmal aufsteigen. Können wir sicher einmal. Zack! 7000. Und wenn wir nicht aufsteigen können, dann schmieden wir uns wenigstens was. Aber etwas bringen sollte uns das. Vielleicht steigen wir auch zweimal auf. Ich sehe ein paar Seelen. Boah. Mal schauen. Ist einmal aufsteigen drin. Meine. Welcome home, speak. Very well. Then touch, take nap. Darf ich einmal? Ich darf sogar einmal. Geil. Stärke. Nee, Geschicklichkeit. Wir wollen ja das Katana. Yes. Jetzt brauche ich 7000 irgendwas. Okay, ich hab nur noch 300. Da werden wir auch nicht schmieden können dafür. Dann gehen wir aber gleich wieder zurück. Und dann versuchen wir diesen Endgegner. Cliff Unterseite. Vielleicht. Ich gucke mir mal an, was Flints Ring macht. Und während ich das mache, lasse ich mich doch vielleicht mal sammeln. Da, wieso liegen meine Schuhe da? Die mal hier nach vorne. Ah ja. Falls ihr im Chat seid, anwesend, würde es mich doch mal brennend interessieren, ob ihr Spaß dran habt an dem Stream. Ob ihr euch das anguckt, ob ihr den so nebenher laufen lasst. Oder ob ihr sagt, hey, erzähl ein bisschen mehr über Dark Souls an sich, was ich so weiß. Oder sonst was. Sagt mir doch mal eure Meinung in den Chat. Da freue ich mich. Ich gucke auch mal kurz ins Reddit. Ah, ich wollte mir den Nachricht angucken. Ich kann mir hier gar nicht den Reddit angucken. Egal. Anti-Fluch-Großschild. Okay. Man kann sogar mit Schilden kämpfen. Ausschließlich. Was ich ziemlich geil finde. Okay. Kuchenkasper spielt einfach nebenbei Dark Souls. Blut Andi. Heißt der Blut Andi? Ne, der heißt nur Andi. Wo sind die denn? Die können ja eigentlich nicht so weit weg sein. Der steht noch da. Hä? Wo sind die denn? Schauen wir mal. Der muss ja hier sein. Er hat mich ja hier besprochen. Da runter gehüpft. Die laufen wahrscheinlich einfach vor. Egal! Laufen wir hinterher. Ah, nee, nee. Oder? Oder? Oh, so, zack, ja, wunderbar. So war der Plan. Das sieht gut aus. Ich hoffe einfach mal, dass sie da nach vorne wollen. Ich sehe die aber auch nicht. Okay. Ich verstehe. Autsch. Oh, jetzt kommt der aber zurück. Gehe ich auch mal da hoch. Nicht, dass sie irgendwo anders hin wollen. Hallo, Leute. Verbeugen wir uns mal ganz genau. Erstmal respektvoll sollen.
Naja, so viel rede ich ja nicht. Wenn ich gerade sehe, ihr schaut oder hört das, besser gesagt, während ihr was zockt. Aber so viel Interessantes labere ich doch nicht. Genau. Oh. Backstab! Dann mache ich das. Ah, was ist der? Hallo! Ja, kein Problem. Achso, ich könnte mir jetzt hier mal die Rüstung von Myra angucken. Die ist bestimmt ganz fluffig. Wahrscheinlich Käse ist. Der Hut fehlt dazu, irgendwie. Helm braucht schon irgendwie. Ich fand es übrigens in Dark Souls 2 gut, dass man genau gesehen hat, wie man aussieht nebendran. Das sieht auch ganz geil aus. Style over Substance. So, und auch Prinzessin Erdbeere ist wieder da. Muss sie noch nicht arbeiten? Und wird da immer... Was ist denn jetzt hier Phase, liebe Leute? Ha? Los jetzt! Affig geht's! Ich muss doch meine Sunbrow-Ehre mal, ne? Ah, warte mal, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ah, zu spät. Jetzt weiß der da, dass da eine Brücke ist. Doch. Sehr, sehr gut. Nein! Ja, ja, ja. Auf mich gehen. Das haben wir wieder gerne. Jetzt gibt's. Aber ich verstehe schon, man hat die Hälfte der Flakons, die man im Singleplayer hat, beziehungsweise als Host hat. Entschuldigung. So, liebe Leute, jetzt will ich aber Endboss. I wanna dance with another. I leave my friends behind. Was, wenn ihr dance? My friends are mine. Dieses anstoßen Ding. Jetzt will ich es doch mal ausprobieren. So, liebe Leute. Kommt. Kommt mal zu mir, ich heil euch. Kommt mal zu mir, dann heil ich euch. Oh, jetzt kommt der da auch nicht rein, oder was? Erst um 22 Uhr, das ist doch schön. Und um 22 Uhr fange ich ja mit dem regulären Stream an. So, soll ich euch heilen? Komm, ich heil euch mal. Zack! Das hat ja gar nichts gebracht. Und jetzt? Heißt es, wir kommen hier nicht durch.
Scheinbar nicht. Phantom, wir gehen. Vulcano. Wir gehen. Meinte ich natürlich. Die Tür ist aber auch noch geschlossen. Oh, das ist auch so einer. Wollte ich ihn zeigen. Das Problem bei dem ist, der hat den anderen Endgegner nicht besiegt. Und ich behaupte, wenn man den noch nicht besiegt hat, kommt man hier noch nicht weiter. Wir müssen da lang, liebe Leute. Da geht's lang. Trust me. Man kann auch da unten lang gehen, das ist auch alles ganz cool und so. Obwohl. Nee, ihr habt recht. Ihr habt vollkommen recht. Vulcano hat recht. Ich war falsch gedanklich. Wir müssen ja da unten lang. Das ist ja viel schneller. Wie kommen die da immer hin? Die laufen immer diesen anderen Kackweg. Und dann haben sie nämlich den Salat. Und wundern sich, hör, ich stehe vor verschlossenen Toren. Zweimal. So sieht es nämlich aus. Gucken wir mal ganz schnell. Ich vielleicht hier die 40, 80. Habe ich denn eigentlich irgendeine Waffe, die geiler ist? Die Keule. So. Schauen wir einmal. Okay. Geht los. Ach, wir sind hier fertig. Gut. Müssen hier nach oben. Müssen hier durch. So. Der war wahrscheinlich hier noch gar nicht an dem Feuer. Nee. Feuer. Da freut er sich. Voran! Ja, der war da noch nicht. Das ist noch nicht. Und ein Finstergeist, irgendwas ist noch eingefallen. So, haben wir den kaputt. Jetzt sollten wir uns erst mal den Finstergeist platt machen. Scheiße. Bin ich zufrieden mit der Keule. Wenn man dieses Menü öffnet, geht mir auf den Piss. Wie viel macht das plus? Das sind 100 irgendwas. Dann nehmen wir die Hellbade. Das hat die helle Bade das. Ja, der hat sich jetzt aber. What? Alter, das leckt dir mal übelst. Steht halt einen halben Meter von mir weg. Der soll da hingehen. Boom! So Feuerball, Junge!
überlebt er das? Ich glaub's ja wohl nicht. Wow. Du bleibst hier. Mord! Ja, komm schon. Nee, nee, nee. Hat er sich auf mich eingeschossen? Der will jetzt nicht, dass ich mich heile. Ah, das kann ihm so passen. Alter, was ist denn das? Ah. Ich kann mal. Ne, ich kann nicht gucken, welches Level ich bin. Er geht mir auf den Piss. Alter, das hat ihn doch voll erwischt. Super. Alle hat's zerlegt. Alle hat's zerlegt. So. Fenstergeist voll. Nicht, aber er hat sich gegen drei Leute wacker geschlagen. Oh, das ist ein cooler Move. Der mit dem Schild, das ist nice. So, ihr wollt wissen, welches Level ich bin, 33 ganz genau. Okay, los geht's. Uhu. Okay, los geht's. Der war hier nämlich wieder nicht. Dumme Wichser. So Leute, es gibt noch mal eine Runde Heilung. Und dann halt nicht. Pfeifen her. Ja. Also die Leute passen hier schon ganz gut auf, ne? Ich gucke ja selber nicht so, welches Level ich bin. Aber ihr macht es ganz gut. Aber ich sehe schon, mit dem Schwert bin ich irgendwie doch besser beraten. Okay, der muss da jetzt durch. Muss ein paar Leute anknuspern. Er soll sich vor allem auch heilen. Ich kann auch so einen Freudensprung. Können wir den Freudensprung vielleicht durch dieses... Wo finde ich dieses mit dem... Schild. Ich will das mit dem Schild. Habe ich wahrscheinlich mit irgendjemandem noch nicht gequatscht. Alter! What the fuck? Jetzt geht er einfach wieder zurück. Ja, Kollege. So wird es aber nicht. Leuten helfen. Dann hast du solche Pfeifen am Start. Patsch, patsch, patsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Ich will doch nur meine Ehre als Sunbro verbessern. Ah, die kritische Schlacht kann jetzt beginnen.
kommen wir jetzt. Let's get you to the trenches. What? Wow! Da hatte ich ja mal richtig... Alter. What, what? Und? Okay. Schwert ist zu kurz. Was wäre mit Hellbade nicht passieren? Aber hier halt auch Licht, Schatten, ne? Der Shit. Okay, it's getting down. Alter, aber so früh? Wundert mich jetzt doch ein bisschen. Steht der auf? Was macht er? Der hat auch nichts mehr. Das sieht gut aus, Leute. Wow. Okay, ist er weg, ist er weg, ist er weg. Mal. Läuft bei mir. Ah, komm doch mal runter.
Schade, dass dir nicht. Shit, er hat mich. What is he doing? Ulala. Geile Meile. Geile Meile, Leute. Die Zeit ist auch abgelaufen. Erbe des Feuers zerstört. Glut und Sonnenlichtmedaille. Wunderbar. Geile Meile, ich kehr zurück. Das war's auch wieder für diesen Teil. Wir haben immerhin jemandem geholfen. Haben unsere Ehre als Sunbro wiederhergestellt. Wir machen eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder zur weiteren Dark Souls Action. Und dann hoffentlich, ich mache das einfach alleine. Oder hol mir jemanden jetzt, der mir zur Seite steht. Hoffentlich. Bis gleich.